und damit einen wunderschönen Dienstag auf dem Weg zur zweiten Weide, um auch dort das Gras einzusammeln. Und wenn wir das durch haben, denke ich, dass ich mal ein bisschen laufen lasse, also spulen lasse oder spule. Weil wir wollen ja auch was zu tun haben. Die Eier gackern, die Hühner gackern. Unser Lager ist auch nicht sehr voll. Nächstes Jahr unbedingt auf zwei Flächen wieder Heu machen, weil die Sommerweide fällt ja raus. Auch weil ich die Schafe dieses Jahr etwas früher auf die Sommerweide bringen wollte. Weil ich gemerkt habe, das hat super funktioniert. Boah, der tut sich aber schwer. Der tut sich wirklich schwer. Also, alle Achtung. Aber es ist halt je nachdem, wie gut die Schwart gerade bewachsen ist oder wie dick die Schwart gerade ist. Alter Finne, hier kommt gut was runter. Ja, die Fläche werden wir auch umbrechen zum Winter hin. Und werden dann wahrscheinlich im Januar rum, Januar, Februar, je nachdem was die Temperaturen sagen, dann hier Gras drauf machen. Wieder. Doch, der Deutz hat zu kämpfen mit den Schwaben. Alter Schwede. Alter Schwede. Hätte ich nicht erwartet. Hätte ich nicht erwartet. So schwer. Ist der Wagen so schwer? Muss ja. Aber ich habe jetzt ehrlich gesagt auch keine Lust, den Fiat Gari zu nehmen oder Fiat Agari, je nachdem, keine Ahnung. Der ist mir nämlich wieder so laut auf dem Schädel. Normalerweise müsste man mal gucken, dass man einen Schlepper mit um die 300 Pferdchen, sage ich mal, kriegen. Für die schweren Bodenbearbeitung. Aber wirklich für die schwere Bodenbearbeitung. Ja, er wäre natürlich auch nice für die Dingpumpsbein. Ja, für die Dingpumpsbein.
haben wir denn mit reingenommen? 900er Favorit und eine 900er TMS. Ich finde, der TMS, der steht immer so komisch, ne? Nein. Dann würde ich eher zum Favoriten nehmen gehen, aber mit 3 Punkt und 926, 260 PS. Oder was haben wir hier noch drin? 700er. Ah, 700er. Was haben wir hier noch drin? Ah, 900er. Alles nicht so das, was ich mir vorstellen würde für eine Map. Sage ich euch ganz ehrlich. Ah, ich lasse mir da nur was einfallen. Weil ich glaube, der 3000er Xerion, der ist im Endeffekt zu groß, zu klobig für hier. Denke ich. Ich meine, wir haben noch einen Schlüter mit drauf. Vielleicht gönnen wir uns einfach den. Ich meine, klar, Schlüter, der hat einen Wendekreis von jenseits von Gut und Böse. Aber darum geht es sich auch gar nicht. Es geht ja wirklich rein für die schweren Feldarbeiten, sprich Flügen etc. Es geht sich ja wirklich darum. Also, ne? Aber Alter, was ist denn hier los mit dem Bewuchs? Was ist denn hier los? Ich meine, klar, ich habe die Schwaden diesmal was breiter gelegt, aber so breit? Eigentlich auch nicht. Also ein bisschen moderneres Gerät sollten wir uns auf kurz oder lang doch anschaffen. Allein was Dreschen angeht. Da brauchen wir früher oder später einen größeren Drescher. Oder zumindest einen, der flexibler ist. Ein schönes Bild ist das hier, ne? Also muss man ja wirklich sagen. Ein schönes Gespann ist es. Aber ich habe gesehen, der Deutsche hat auch 5 PS, theoretisch 5 PS oder 10 PS zu wenig für den Ladewagen. Aber daran soll es jetzt nicht scheitern. Falsche Richtung. Der geht, ihr hört ja selber, wie der in die Knie geht. Der geht ja ganz gut in die Knie eigentlich. Das muss man unbedingt mal aufschreiben. Wenn ich
wenn ich ach, wegen Lautstärke. Muss ich mir unbedingt mal aufschreiben, wenn ich das ändere, wegen dem Stream oder so. Sollte ich dieses Mal aufschreiben, auf was ich den stehen hatte. Oder generell noch mal ein bisschen anpassen. Mal halt genauer noch mal hinhören, hingucken, anpassen. Dürfte eigentlich gleich voll sein. Theoretisch, da ist er voll. Da ist er auch voll. Diese Folge verzögert sich etwas oder wird etwas länger, weil dann machen wir den Acker hier eben noch fertig. Ich fahre gleich die Spur da zu Ende, nehme die in der Mitte und dann fahre ich den Bogen. Naja, zum Vöglerschrecken reicht die Hupe ja noch so gerade. Dann haben wir nur noch hier die zwei Bahnen liegen. Ich mag diesen Zaun nicht. Ich mag den wirklich nicht. Aber vielleicht kann ich mir ein oder zwei Elemente von der Einfahrt wenigstens wegnehmen. Wäre auch schon mal ein bisschen was wert. Da haben wir ein Glas drin, 70 Liter, 70.000. Ja, haben wir auch keinen mehr. Den brauche ich auch für die Saatgutproduktion. Hier ist auch nicht mehr viel Saatgut drin. Das ist natürlich wunderbar. Das ist natürlich wunderbar. Aber ich muss sagen, ich vermisse halt den Lenkrad zu fahren. Ich vermisse es, mit Lenkrad zu fahren. Ein viel exakteres Fahren wie mit Tastatur. Ich weiß, es gibt viele da draußen, die spielen auch mit Gamepad. Aber für mich persönlich, nein. Es gibt Spiele, die spiele ich mit Gamepad, ja, aber so in der Regel, danke, aber nein, danke. Die Reihe hier rechts ja gleich runter, dann kann ich den Rest dann aussammeln. Und dann schauen wir mal weiter. Und wenn ich die Tage mal gucken, was die BGA unten kostet. Weil wenn sich das mehr rentiert. Ich meine, auf Dauer wird sich das mehr rentieren. Dann könnten wir auch gucken, ob man eine
Düngerherstellung theoretisch. Ich habe da einen Gärreste-Separator gesehen. Ob wir uns den irgendwo hinbauen und die Gärreste durchjagen und den Mineraldünger verkaufen. Weil wir haben eigentlich genug Material, um auf biologische Stoffe zu düngen. Haben wir eigentlich genug Möglichkeiten für. Wir haben den Gülle, die Gülle unten beim Tierhändler, die kann man nutzen. Die kann man verfahren. Wir haben unsere Gülle, die wir auch mal wegfahren müssten. Die werde ich im Herbst vielleicht mal wegfahren. Mal ein bisschen Gülle bomben. Oder ein bisschen Gülle fahren. Dass wir Mineraldünger als Nebenprodukt quasi produzieren und verkaufen. Weil wir brauchen sowieso ein neues Güllefass. Ich habe mir da auch eins rausgeguckt. Und zwar dieses hier, ne? 18 Kubik. Aber braucht halt auch Leistung. Und dafür brauchen wir halt erstmal einen Schlepper. Weil aktuell können wir diese Leistung nicht aufbringen. Ich glaube, 180 PS ist das höchste der Gefühle, was wir aufbringen können im Moment. Ist ja auch nichts Ganzes. Dann würde ich theoretisch eigentlich ganz gerne mal mit der Spritze über unsere Flächen fliegen. Aber da reicht mir so eine Aufbauspritze. Die reicht mir da voll und ganz. Ich meine, klar, durchs Flügen spare ich mir schon einiges an Unkraut ein. Aber es ist ja nirgendwo gesagt, dass wir einen reinen Biobetrieb führen hier. Ist ja nicht gesagt. Also habe ich zumindest nicht von mir gegeben. Das Reh ist doch gerade gespawnt, oder? Klar, wir verzichten aktuell auf Mineraldünger. Aber das ist ja eher freiwillig. Und damit würde ich sagen, ist auch diese Folge drin. Wir sehen uns im nächsten. Tschüssi!